Was? Wie geht's denn? Was so? Passt aber doch. Man kann ja sogar mal bei das zu tun. Wenn jemand näher hinschieben. Fertig. So. Wieso fehlt der? Ist jetzt blöd oder was? Was schießt du? Schauen Sie mal kurz von mir.
zu Eid wieder. Markus? Bitte? Was gibt es irgendwo für eine ETS-Mauseinstellung? Eine Mauseinstellung? Ja. Ja, gibt es. Okay. Ich frage schon zu, ich muss jetzt selber schauen, wo das ist. Also hat es zumindest gegeben, wenn sie es nicht. Wenn sie es nicht rausgenommen haben, Markus. Hat es zumindest gegeben, diese Mauseinstellung. Ja, du kannst ja im ETS mit der Maus auch fahren. Also lenken. Ja. Schauen wir mal. Hat es zumindest gegeben. Ich hoffe, es gibt es noch. Mauseinstellung, für was brauchst du es leicht? Weil mein Menü ein bisschen zu langsam geht, nicht aus. Okay. Da ist aber nicht. Schauen wir mal, der Grafik. Da vielleicht. Leider Gottes, diese Einstellung haben Sie rausgenommen, Markus. Es tut mir leid. Diese Einstellung haben Sie rausgenommen. Aus welchem Grund auch immer. Mauscursor-Controller weg von. Ja, dann lenkst du mal bitte Maus, Markus. Außer sie haben da was geändert, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe in ETS zur Zeit auch nicht in Betrieb gehabt. Bitte? Gut, hat damit nichts zu tun. Okay, gut. Dann hab mich lieb. Okay. Dann wird man so, wie wir es haben. Ist mir. Wieder schräg. Da.
Warte, müssen wir schnell was machen? Oh Gott, da darf er so Krieg wenden.
Was weiß ich? Was weißt du? Sitzlos. Dein Sessel, Markus. Das war ein Sessel, ja? Ja, darauf sage ich dein Sessel. Ist der Wahnsinn. Gibt's was zum Anziehen, ja? Aber Markus, er macht wenigstens abwechslungsreiche Geräusche. Das stört jetzt gerade überhaupt nicht. Spät mal starten. Was tust?
muss mich kurz versorgen, Mann. Mach ruhig. Dann kann ich schon starten. Okay. Mich hat nur vermelden. Dass mal da was passiert noch an der Trommel. Passt, ich störe nicht. Wunderbar, alles nicht, alles so wie es sein soll. Wert ne? Nein, mein Plus gleich verlängert. Wir warten mich heute halt ausgelaufen. Und dann hätte man das Problem gehabt, dass man auch in der Chat nicht mehr vorgelesen wird und das kann ich nicht dringend gar nicht brauchen. Tja. So, komm der Putten, was ist? Gib Schub. Wir sind in der Hocken. Und nicht auf dem Rummel. Okay, Markus, dann gehe ich auch abschießen. Ich müde mich da kurz. Jawohl, mach das. Gut, dann wirst du heute reden, mir auch wurscht. Bis zum Anschlag. Was du jetzt nicht anders haben willst. So, Markus, ich hol dich gleich dazu. Mach das, ich weiß, du machst das gut. Hat er. Gut. So. Was hat er? Und wir gehen einmal rein ins Spielchen.
Wer? Maus ist auf den großen Bildschirm ein bisschen unpräzise, aber wenn wir schon irgendwie hinkriegen. So, schauen wir mal. Fun. Ah, da schön, kriegen wir wieder ein extra Trailer-Pack. Kriegen wir wieder eins? Ja. Kriegen Naja. wir wieder, ja. Schön fürs Trailer-Pack. So, schauen wir mal. Schon ist da jetzt aus. Ja, wunderbar. Perfekt. Gut. Ja. So, dann schauen wir, was wir dann aufdrücken. Aber das gerade sind wir doch das Tausende, Markus Nehmer. Bitte? Tja, sind wir doch das Tausende. Wie viele Kilometer Oder? sind es? Der Preis ist gut. Ich auch. Wie viele Kilometer darfst du fahren dafür? 1114, das war eigentlich nicht einmal so schlimm. Kannst du nehmen, ja. Das ist ein guter Wert. Dann 78, 18 für einen Kilometer, weil es natürlich immer die alle Preise pro Streckeneinheit. Das geht ja. Kann man machen, gell? Ja. Aber voll. Das kannst du nicht mehr. Das pfeift. Mich noch dazu noch schöner. Also wer auch schon ist, der Auftrag genau in der Firma. Naja. Wunderbar, Markus, wunderbar. Muss man schauen, wo er ist. Nehmen wir den, ob wir einen anderen finden. Warte mal Möglichkeit, oder? Der Ah, wie Markus, schön. mich täuscht, mein MAN hat man den, tragt man den Doppelcrash immer noch. Wieso? Ja, weil die Button nicht zirkt, ganz einfach. Deswegen. Ja. Was ja.
Sag mal, was ist jetzt mit dem Ding los? Mit was? Irgendwie weigert er sich gerade, dass er aufsattelt. Aha. Geht er mir gerade ein bisschen. Tut er das? So ein böses Ding, ein böses Markus. Ja, irgendwie komme ich da gerade nicht unter den Zopfen mehr, sie geht mir gerade ein bisschen. Weißt du zwar nicht warum? Ja, das kann der Jesus nicht so beantworten. Die okay. Fahren wir komplett neu auf. Ja, passt schon. Kaum öffnen die Außenansicht, woran es liegt. Müsste eigentlich genau drauf sein, das gibt's nicht. Müsstest du, ja. Wenn du in der Mitte auf hast, dann müsstest du genau drauf sein. Bin aber nicht. Sehe gerade. Irgendwas passt da gerade nicht. Ah ja. Wo war der Fehler? Das kann ich da noch nicht sagen. Also irgendwie den Zopfen nicht nehmen will, aus irgendeinem Grund. Aha, okay. Hätte ich jetzt so noch nie gehabt. Er fährt mal durch den Zopfen durch. Er fährt dann durch den Zopfen durch. Ja. Starten wir das ETS nicht, Markus. Starten wir das ETS nicht. Ist zwar jetzt lästig im Stream, aber ist jetzt die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Servus Sabrina, grüß dich. Jetzt. Oder?
Was und was war? Mhm. Prost. Der ist mir die ganze Zeit irgendwie durch den Zapfen durchgefahren. Komisch. Bin in die Ausfahrt gegangen. Naja, wenn er meint. Ja, ja. Gut, Aufzug ist gestartet, können wir los. Nachdem wir da so ein bisschen gebastelt haben. Mhm. So, liebe Leute, es hilft nichts. Ich muss noch ein bisschen an meiner Grafik nutzen, weil das ist sogar vorne. Das ist gerade da. Ich muss noch etwas murksen. Da kann ich machen, was ich will und tun, was ich will. Quick, von guten Abend, servus, grüß dich. Heute bin ich spät, ja, ich habe noch ein bisschen was machen müssen. Ich habe einen neuen Monitor gekriegt, so einen kleinen halt. So eine halbe Kinoleinwand. So, da la. Einmal Grafiknurksen mit Markus. Hat was. So ich bin ja noch ein bisschen ungewohnt, weil der ziemliches Monstergerät von Fernseher, der was jetzt da direkt vor mir steht, so eine halbe Kinoleinwand. Hat die auch was, Markus? So, schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Ist auch ein Fernseher eigentlich, ne? Also das ist kein Computermonitor, es ist ein Fernseher. Aber hat so knappe 1,20 Meter Durchmesser. Also Bildschirmdiagonale. Ist halt eine richtige Leinwand. So ein bisschen sollte sie mir in der Kamera unten sehen, also der geht einmal so fast über den ganzen Schreibtisch drüber. Oje, was war los, Quickfall? Oje, es tut mir leid, Quickfall. Oje. Was hat passiert, Markus? Oje. Ach, seine Katze hat's erwischt. Oh, große Sorry. Es tut mir echt leid.
Das ist nicht. Das ist nicht schön, ja. Sicher nicht, ne? Was hätte ich vergessen, dass ich in Frankreich bin? Ich werde wieder liebevoll daran erinnert. Oh, will die Radbretter bringen? Mhm, genau. Nein, das ist ja. Sie sorgen schon dafür, dass der, dass ja, der vergessen leider, ist. Ja, kannst du nicht machen. Oi. Oi. Das ist immer ungut. Ja, das glaube ich schon. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich es erwischt, Markus. Ich glaube, jetzt habe ich es erwischt. Okay, was hast du noch drauf? Hey. Die Kantenglättung habe ich aber geschraubt. Ja, die Kantenglättung klingt dann natürlich gewaltig was. Wann zerrt man es dreimal die Kartenkettung noch ganz so? Das würde ich dir sowieso empfehlen. Mit deiner Grafikkarte. Weil so viel bessere Grafik hast du mit der Kartenkettung nicht. Na, und die Kartenkettung, das ist immer viel Performance für wenig Aussehen. Ist beim Landwirtschaftssimulator nichts anderes. Kantenglättung ist immer viel Grafik für nix. Recht wenig, was du optisch siehst. Also zieht mehr Leistung, als es bringt. Sowas kann man machen, wenn man genug Ressourcen hat, aber nicht, wenn es eh knapp ist. Wie gesagt, die Kantenglättung kannst du aufdrehen, wenn du merkst, du hast mit den Grafikressourcen noch Luft nach oben, dann ja, sonst eher nein. So. Tja. Jetzt tue ich ja die Kantenglättung ganz weg. Bildschirmumgebung. Ah, der Trailer, was auch sein könnte, dass der World of Trax war. Bildschirmumgebungs. Wegen einem Zopfen. Ja, weg. Deaktivieren den Krampf, da, das gibt's ja nicht. Das ist ein Sieg. Braucht keiner, ist Zeug.
Hey, ich darf wieder mal fahren. Es ist ja ein Wahnsinn. Der Zöllner hat zusammengebracht, dass er die Papiere liest. Lass du da fahren. Na, wie fleißig Na, warst du? sehr schön. Bitte? Wie fleißig warst du? Sehr fleißig. Bin schon fast 1000 Kilometer gefahren. Dann hast du noch gut ausgetrunken, ne? Fahrzeugüberprüfung wieder mal. Die lieben dich. Was ist jetzt mit der Fahrzeugüberprüfung? Auf was warten Sie? Darf ich Enkeln düsen? Supi, dass sie wieder anschießen. So, du Herr Fahrzeuginspekteur, weißt du, was du mir jetzt kannst? Ganz toll lieb haben. Wenn Das ist du aber bestimmt. mein Fahrzeug nicht inspizieren willst, dann fahre ich wieder. Fertig. Amen. Ja, dann straf mich auch bitte. Viel Spaß dabei. Die 2000 Euro habe ich auch noch. Ich will LKW fahren und nicht mit dem LKW stehen sinnlos. Meinst du? Ja, meine ich. Weil mein LKW hat nichts. Er hat nur einen großen Fehler, er lügt. Na denn? Na dann? Manchmal raucht, saugt oder bumst er auch. So, Mhm. jetzt wissen wir es. Nächste Tankstelle gehört dann wieder mir. Ach so. Ja, brauche ich ein bisschen Diesel. Aha. Ich brauche dann Diesel. Man sagt, war da ohne Diesel nichts oder was? Ich habe da so ein hebliges Verkehrszeichen, wo ich stehen bleiben muss.
Ah, ja. Also sehr, das hat solche komischen Ecken. Da kommt keine Freude auf. Oh. Wenn man sogar positiver. Na denn? Na denn, du sagst das. Ja, eh ganz Danke, klar. gesagt, gehört mir, gell? Danke, gehört dir, hast du gesagt, ja. Und gleich nach dem komischen, hässlichen Verkehrszeichen kommt der schüchterne Wesen. Dann gibt es aus der Dankstelle was gratis? Ja, aber wahrscheinlich Diesel für Inländer. Was du nicht bist in Frankreich? Ich einmal. Warum fragst? Müsstest du sagen? Ein paar LKW stehen, deswegen frage ich. Ah, ein paar LKW. Ja, ja. Ich meine, eigentlich frage ich nur für einen Freund, ne? Ja, ich denke mal, dass du nur für einen Freund gefragt hast. Ich denke es mir, Markus, ich denke es mir. Dass die Frage nur für einen Freund war. Ich denke es mir, ja. Insa, Servus. Wer schläft denn ein beim Fahren? Insa. Ich halte mich halt an die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Genau. Wird gut gemacht. Wollte ein bisschen gar in die Kurve. Oh, hast du ein bisschen schlafen gelegt? Nein. Aber? Nur mein Trailer kurz hängen bleiben. Ach so, okay. Leichter Lackschaden. Naja. Ah, grazie.
Ja, wenn mein LKW schwer beladen ist, dann habe ich halt eine. Dann hast du eben nicht so eine Beschleunigung, wie wenn du leer fährst. Ist aber, glaube ich, irgendwie logisch, oder? Und mein LKW hat nur 320 PS und nicht mehr. Der braucht halt länger. Kannst machen, was du willst. Und ich muss nicht immer. Ist kein rein LKW. Und ich muss nicht immer das fahren, was da auf der Tafel steht. Wenn sich da das möglich ist, dann fahre ich halt mal nur 50, mein Gott, na. Insa, sei mir bitte nicht böse, aber ich fahre nach STVO, richtige STVO. Und ich werde sicherlich nicht mit dem LKW zum Rasen anfangen. Ja, Inza, das Problem ist, wenn da 80 steht, dann fahre ich maximal 80, ja? Und nicht 85 oder 90. Wenn da eine rote Ampel ist, dann bleibe ich stehen, ja? Weil rot heißt Stopp und nicht durchfahren. Und da ist das Problem, Inza, leider. Außerdem, Insa, seit wann fahrt ihr nur noch 90? Oder mehr, was ich mit dir schräg. Was ist los, Markus? Was ist los? Oh, BKW aus der Tankstelle ausgezogen, haben wir genau eine. Uff. Oh. Ohne Rücksicht auf Verluste wieder auf die erste Spur. Mit dem Er Trailer einen Verlust. wollte dich ein bisschen knutschen. Ja, wurscht, die Fracht hat es nicht erwischt. Ja, passt ja. Kann man schon wurscht sein. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, Insa. Seit wann ihr nur noch 90 fahrt?
Okay, Markus, ich glaube, der Insel ist jetzt böse auf mich. Wieso? Weil ich keine Antwort mehr bekomme. Oh! Die Chefin fährt auch STVO und wir fahren 90 seit Sommer. Ah, okay. Ihr fährt 90 seit Sommer, naja. Ah, und jetzt einmal meine Frage, was versteht die Chefin unter STVO? Was? Schaut doch ihr YouTube-Videos an. Ja, wenn ich wissen würde, wie die Chefin auf YouTube heißt, dann könnte ich sie mir anschauen, lieber Insa. Nur ich weiß nicht, wie sie heißt auf YouTube. Na, schauen wir halt mal. Genau, Markus, schau. Welche Chefin im Übrigen? Von der Spedition, wo der Inser und der Tins gefahren. ETFs oder wie? Ja, genau. Redis Zockerland, okay. Gut, Inser, schau ich mal rein. Gerne. Was hat jetzt mit der STV zu tun? Erkläre da mir außerhalb vom Stream, okay? Ist nicht ganz streamtauglich, Markus. Verstehe ich gerade nicht. Ja, ich fahre STVO. Richtige STVO. Ja? Das heißt, bei 70, 70, Es gibt eine bei. falsche STVO, Mann. Es gibt eine. Na. Punkt. Und da hat es eben gewisse. Was? Die bringt jeden Tag ein Video. Okay, gut. Insa, ja, ich schaue es mir an. Kein Problem. Und da hat es eben in der Vergangenheit gewisse Diskrepanzen gegeben. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich fahre richtige STVO. Ich weiß, dass es nur eine gibt, Markus. Ja? Ich weiß es. War der cool, wenn für jede Spedition in der Realität eigene STV machen könnte. War geil, gell? Sag's dem Polizisten, ich habe meine STV da. An der darfst du mich kontrollieren, sonst nicht. Es war cool, ja. Stopp mit 40 Tonnen, fahren wir halt mit 45. Wir dürfen das, unsere STV. Natürlich. Natürlich, Hat Markus. ein 80er vor, aber ein 90er, unsere STV, ob es mit uns mit 80 blitzt hast oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Ja, macht ja nichts, oder? Ich habe mich hier an unsere STV gehalten. Das hast du ja selber erlaubt, oder was? Laut unserer STV fahren wir ohne Spanngurten. Laut Was? dem Sicherheitsfahrer, laut unserer STV nicht. Wir fahren im Februar nur World of Trucks Aufträge. Okay, warum das, Insa?
Was hat das für einen Hintergrund? Zählt das extra? Okay. Insa extra inwiefern bitte? Ja! Alter! Also heute gehen wir die Punkti-Punkti ein bisschen auf den Punkti-Punkti. Alle Firmen, die WOT fahren. Aha, okay. Und was bekommst du da extra? Das wollte ich eigentlich wissen, aber ja. Nix, okay. Ja, wenn es wollt, dann fahrt halt nur Weltauftragsaufträge. Und wer fährt es alle bei euch in der Spedition? Ihr seid so zu dritt? Okay. Hola, die Walter, wo kommt ich? Also ich weiß nicht, irgendwie bin ich mir noch. Okay. Was darf ich unter selten verstehen in Tinske? Einmal im Monat, einmal im Jahr, einmal in der Woche. Nächste Raubritterburg, jawohl. Hast du wieder eine, Markus? Ja. Eine Raubritterburg? Ja. Mhm. Ganz für mich alleine. Na super. Gehört die jetzt dir, ja? Ja, einen Schrank nehmen musst du wieder, den habe ich zahlt.
Den Schranken musst du mitnehmen, okay? Und du musst jetzt nicht mehr so. Ja, klar, ne? Wie auch sonst. €150, genau. Dinski, danke fürs Reinschauen. Ah, Dinski, Insa, sorry. Danke fürs Reinschauen. Ich werde mir bald, ich werde mir die Videos mal anschauen. Versprochen. Und freut mich, wenn ich dich wiedersehen würde. Und noch ein schönes Arbeiten. Also Markus, ich schätze mal, mein Geduldsfaden ist heute ziemlich kurz. Ja, wir haben einfach einmal ins Streamtauglichen Wort, worum es jetzt eigentlich gegangen ist. Das würde mich interessieren. Ja, es ist darum gegangen, ich habe ja vorher auf Traxbook die Spedition gehabt. Ja. Da war eine andere Spedition, wo ich jetzt keinen Namen nennen möchte. Ja. Die immer so zwischen 95 und 99 gefahren ist, sich eigentlich an nichts gehalten hat. Ja. Ja. Sprich, bei rote Ampel drüber bredelt etc. pp. Ja. Und das sogar noch auf dem Multiplayer. Und diese Spedition wollte mich immer haben. Ja? Ja. Als Fahrer. Weil sie ganz genau wissen, wenn ich möchte und wenn ich will, ja, haue ich im Tag zwischen 10.000 und 20.000 Kilometer raus. Ja. Tja. Und ich hasse es aber, mich zu verbiegen. Ja? Und insofern kann ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass ich dann für eine Spedition, die sich nicht daran hält, respektive andere durch unter Anführungszeichen Sticheleien, ja, zum Schnellfahren trimmen möchte, ja, das kann ich einfach mit meinem Gewissen und mit meiner Einstellung nicht vereinbaren. Soll so sein. Deswegen habe ich da immer Nein gesagt. Ja. Bei dieser Fusion. Ja? Weil ich ganz genau gewusst habe, wenn ich mich darauf einlassen würde, wie soll ich damit anfangen, dann dauert es nicht lange und ich kriege mein Gizibord. Ja? So, das war jetzt damit die streamgerechte Version. Ich meine, ich verstehe nur die Diskussion nicht richtig, STV oder STV, es gibt nur eine STV. Naja, Faktum ist, diese eine gewisse Spedition, ja? Nee, es gibt bei uns eine. Markus, STV, die in der Ries verankert ist. Lass mich bitte mal aussprechen, dankeschön. Diese betreffende Spedition hatte sich ihre eigenen STVO-Regeln gemacht auf dem Eurotruck-Simulator. Ja? Dann ist es keine STVO, dann sind das eigene Regeln, aber keine STVO.
Es wurde halt immer so ausgedrückt. Es ist. Die Tankstelle wurde automatisch erkannt Oh. und wird mit einem Preis von 1,62 € pro Liter abgerechnet. STVO ist im Recht gültig. Recht in der gültigen Verfassung. Recht in gültiger Fassung. So. Das ist die Ries. So. STVO, Ries. Recht ja, in Markus, ich weiß Fassung. Das. Ich habe dir nur das Ganze geschildert. Ja, aber wie gesagt, da braucht man auch nicht diskutieren. STVO oder richtige STVO, falsche STVO. Es gibt eine STVO. Punkt. Markus, ich habe das Ganze streamgerecht ausdrücken müssen. Entschuldigung. Wenn ich das gesagt hätte, was ich mir gedacht habe, ja, wäre es etwas schräg gekommen. Ganz einfach. Man, ich denke mir es halt nur, ne? Drum sage, wenn ich das gesagt hätte, was ich mir gedacht hätte. Ja, und was wollte er jetzt eigentlich wirklich von dir und um was ist jetzt gegangen? Er wollte, dass ich bei Ihnen auf Traxburg fahre. Das wollte er. Jetzt im Stream oder was? Jetzt im Stream hat er mich gefragt, wann ich bei Ihnen zu fahren anfange. Gar nicht. Punkt. Deswegen habe ich ja gesagt, da haben wir ein kleines Problem. Ja, hätte ich gesagt, gar nicht. Punkt. Diskussion 2 Minuten erledigt. Hätte halt ich gemacht. Ja, jeder regelt das auf seine eigene Art und Weise, Markus. Wenn du das taugt mir wo zum Fahren, dann fahre ich dort noch, das taugt mir nicht, dann lasse ich es bleiben. Tja. Und Traxburg, das Ding ist für mich sowieso durch. Für mich jetzt, ne? Ja, hast du gesagt für dich, oder? Dass es für dich durch ist, Markus. Weil das ist im Endeffekt typisches Computerprogramm, wer hat den längeren? Ja. Tja. Was? Ja. Ist so. Wie gesagt, wenn man mir dann noch einmal erklärt, wie der Speditionen binnen 5 Minuten 50.000 Kilometer angeben, wenn man das wäre plausibel erklärt. Markus, mit 50.000 Kilometer bist du ein bisschen weit runter, man macht nichts. In 5 Minuten habe ich gesagt. Ja, da bist du bis 5000 Kilometer ein bisschen weiter runter. Also, sobald man das irgendwer plausibel erklären kann, ja. Ich frage mich halt nur, wie es dafür eine plausible Erklärung geben sollte, Markus. Es ist ja einmal rein zeittechnisch nicht möglich. Ich sage ja, wie man das wieder plausibel erklären kann.
Sagen wir heute mal so, für mich gibt es da zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das geht auf Dragsburg nicht mehr. Oder Möglichkeit 2, es kann man wer für dumme, dass ich es auch verstehe, erklären, wie das möglich ist. Die zwei Alternativen haben wir. Gut, für dumme erklären kann ich das nicht. Weil da bin ich anscheinend noch zu gescheit dafür. Und wie es regulär gehen sollte, kann ich da auch nicht sagen. Gut, dann haben wir fertig diskutiert. Sag ich jetzt einmal so rein, so einmal gerade außer. Wie man aus Seitenbetreiber, wo es um einen Wettbewerb geht, auf die Regelung kommen kann, dass man mit mehreren Profilen fährt und dass man ein, zwei Touren vorfahren darf. Kann ich machen, ja. Naja, Markus. Das ist ja das, warum ich gesagt habe, ich kann es dir auch nicht sagen, wie man das regulär schaffen könnte. Ja? Weil jetzt bedenke einmal, für 1000. Auf der einen Seite darf ich eigentlich von 0, also über die Mitternacht drüber, eine Tour mitnehmen. Ja. Und kurz nach Mitternacht drei Touren angibt, mit jeweils über 5000 Kilometer, das funktioniert. Ja, es ist komisch, gell? Es ist sehr komisch, weil du, das muss ich da ganz ehrlich sagen, es ist, da beißt sie die Katze aber sowas von den Schwanz, ja. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Das ist, ja, genauso würde ich das jetzt auch sehen, ne? Es ist das Gleiche, wenn du bei mir in einer realen Spedition Fahrer bist, ja. Genau. Und ich sage zu dir, Junge, du hältst dich an die STVO, du fährst bei nirgends schnell, ich will keine Straße umfahren. Ja? Aber bitte fahren wir die Fracht muss auf, fahr drei Tage durch, ohne Pausen, ohne irgendwas. Genau, so frei nach dem Motto. Das ist eins zu eins dasselbe. Ja? Ich kann nicht von dir verlangen, dass du drei Tage durchfährst, ohne Pausen, ohne gar nichts, dass du an nichts hältst und dann zu dir sag, aber hey, Alter, ich will bei dir keine Strafzettel sehen. Ich meine, das geht nicht. Irgendwie erwischt dich einmal Verkehrskontrolle und du bist mehr. Und sie stören dich auch. Ich sage jetzt mal, wenn ich mir um 23.55 Uhr 1000 Kilometer da angebe und ich gebe dir dann um 1:30 in der Früh ab, nachvollziehbar. Ja, wäre es, ja, stimmt. Hast du recht? Aber nur ja. 5 Leute gleichzeitig um 0:05 mit einer Tour, die um die gleiche Zeit gestartet worden ist, dann 5000 Kilometer angeben, 5 Minuten später. Das ist dann nachher nicht mehr nachvollziehbar. Nein, ist es nicht, weil wenn du mir bedenkst, du fährst auf der ETS-Karte. Warum? Wenn ich schnell fahre, brauche ich für 1000 Kilometer immer noch. Wenn ich mir gar nichts halte und Gas gebe, was geht, brauche ich immer noch zwischen einer halben und dreiviertel Stunde für 1000 Kilometer. Richtig. Das wollte ich und dir. Da muss man wirklich schon rasen. Sonst kann man sagen, 1000 Kilometer im Schnitt eine Dreiviertelstunde. Ja, sagen wir einmal Stunde 10, Stunde 20, dann kommst du hin. Ja? Weil, wenn du im Singleplayer fährst, Verkehr hast du immer irgendwo, irgendwie, ja? Und dass du mal auf einer Kreuzung 5 Minuten wartest, kann auch passieren. Ja? Warum sage ich? Eine Stunde, Idealfall. Idealfall eine Stunde, ja. Ist, glaube ich, ein guter Wert. Und
wenn das dann auf 5 Kilometer, auf 5000 Kilometer durch ist, dass ich halt noch rausbringe. Ja, aber dann, gemerkt, das muss ja über 5000 Kilometer durch sein, es wird bis 5000 Kilometer gewertet. Ja. Ja, da muss ja noch länger gegangen sein. Ja, ich rechne jetzt nur die Kilometer, die regulär bei Traxburg abgegeben werden können. Das sind maximal 5000 Kilometer. So, wenn die Tour 5000 Kilometer hat, dann müsste der. Für die in der Regel 5 Stunden. Richtig, dann müsste der Fahrer 5 Stunden unterwegs sein. Theoretisch. So. Und wenn der die Tour noch 5 Minuten abgibt, ja, ist sie. Dann passt doch was nicht. Ist sie entweder im Singleplayer auf einem anderen Profil vorgefahren worden, soweit, dass es nur mehr zum Abgeben ist, ja. Oder keine Ahnung. Bei recht viel anders ist es immer mehr möglich, Markus. Ich muss ja die Tour irgendwo einmal fahren, die 5000 Kilometer. Das ist dann, wenn ich jetzt so eine Spielweise und Denkweise hätte, ja, dass ich es dann später abgeben kann. Weil wenn ich die Tour nicht fahre, dann zeichnet das Traxburg nicht auf. Also muss ich sie fahren, die Tour. Ja? Okay, wir schalten. Das hilft nichts, wenn ich da jetzt hergehe und sage, gut, passt, wisst ihr was, liebe Leute? Ihr könnt es mir an Punkte, Punkte aufblasen. Ja? Ich gehe da jetzt her, nehme die Tour von mir aus in Linz auf. Ja? Und mach einfach einmal eine Schnellreise, blups und fertig. Ja. Wenn du eine Schnellreise machst, dann zeichnet das Traxburg nicht auf. Also du musst sie auf eigener Achse fahren. Oder du hast einen Kilometerdoppler drin oder sonst was. Aber selbst bei einem Kilometerdoppler sieht man über 5000 Kilometer bei 2,5 Stunden. Funktioniert so auch nicht. Eben. Also musst du die Tour definitiv einmal gefahren sein. Ja? Auf eigener Achse. Und dann bist du da schon bei 5 Stunden unterwegs. Quicksal geht wieder falsch anspringen, schauen wir mal. Also ergo, wenn ich die Tour dann zurückhalte und dann irgendwann mal abgebe, wenn ich die Kilometer dann dort brauche, ja? Ob das so fair ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ganz stark, Markus. Könnte rein theoretisch Traxburg einen einfachen Regler gleich einmal ein Riegel vorschieben? Datum, Enddatum, dazwischen dürfen nicht mehr zum Beispiel 48 Stunden liegen. Diese Regelung gab es sogar, Markus. Okay. Dass zwischen Aufnahme der Tour und Abgabe der Tour, ja, nicht mehr wie ein Tag liegen darf. Müsste, glaube ich, sogar noch im Regelwerk verzeichnet sein. Aber nagelt mir jetzt bitte nicht fest, wenn die so Aussagenummer haben, ja. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es war wirklich mal so, dass du die Tour, wenn du die ich sage jetzt einmal, am 6. um 23.50 Uhr gestartet hast, hast du die spätestens am 7. um 23.50 Uhr abgeben müssen. Weil sonst. Nicht schlecht. Hat du gut gemacht, Sabrina. Weil sonst, wenn du dann eine Überprüfung hast, ja, wird dir diese Tour gestrichen. Wohlgemerkt, nur wenn du eine Überprüfung hast. Was könnte man eigentlich automatisieren? Könnte man. Könnte man, ist richtig. Das war ja wirklich fast eine Punktlandung. Aber ja, weißt du,
findige Menschen, ja, finden immer wieder ein Hintertürchen. Und sei es auch noch so klein. Na, der Voranhänger hängt da hinten ganz schön rein. Mhm. Wie zum Beispiel, ja. Ich verschaffe mir einen Vorteil. Und ich sage jetzt ganz gut aus, obwohl ja alles drin bin, ist mir jetzt wurscht, ja. Wow! Alter, was wollten wir jetzt bitte? Was haben wir jetzt auf hier? Hilfe! Was gemacht? Ja, LKW wollte schlafen gehen. Er war müde. War LKW müde? Ja. LKW war müde, er wollte schlafen gehen. Auf LKW im Kopf. Mhm. Ha, aber hat er gut gemacht. Aber hat wohl eh, Markus. Wenn ich mir zum Beispiel einen Vorteil verschaffen möchte, einer anderen Spedition gegenüber, ja, wo ich weiß, diese Spedition fährt STVO, ja, ich hat a jede Tour mit meiner Mainzke. Ja. Gerade halt, dass ich noch in der 100 km/h Grenze drinnen bin, ja. Ich missachte jede rote Ampel, alles von A bis Z und ich hatte es nochmal 99 durch. Ja. Natürlich bin ich dann, der was die 99 fährt, schneller am Ziel, wie der was sie an die Limit zahlt. Ja. Und somit kann ich mir dann gegenüber der anderen Spedition einen Vorteil verschaffen. Ja. Was ja laut Draxbook legitim ist. Ja? Weil bis zu 100 km/h darf ja gefahren werden. Ja? Aber ja, gut. So, was zahle ich jetzt? Alter Schwede! Du wirst nicht wissen, was mit der Lega jetzt kostet. Nee, war billig. Ja, ist sehr billig. 105.580. Autsch, hat wieder. Ja, Legerholz wieder. Also wenn der Gang dann ist, kann ich starten, muss ich wieder. Der Legerholz wieder, ja. Das hat es auch gemacht, Markus. Der Frachter auch Aua? Nein, Frachter hat nichts Aua. Und nur LKW Aua? Hat nur LKW Aua gehabt. Ich hab dir ja gesagt, kauft ein gebrauchtes LKW, schaut eh gleich wieder alt aus. Das Thema hat man ja. Tja. Und was lernen wir daraus? Kauft ein gebrauchtes LKW. Na, der Rotel schon auf die Straßen. Ah ja, war er dann nicht schlecht. Zu frei nach dem Motto.
Legst du das den Gang an? Ja. Ja, 28 Tonnen Körner, kein Wunder, dass sich das reinhängt. Ja, sag ich da. Warum? Hm? Warum, Schatze? Warum? Okay. Ziemlich recht gut geladen, ne? Mit diesen 28 Tonnen. Naja, natürlich. Ich meine, du weißt auch, dass wenn du da hinten drauf hast, dann brauchst du eine Bunde, warum der Lastwagen reingeht. Ja, was für die Fähre da hoch. Mhm. Hm? Achso, okay, ja, passt. Sorry, das ja. Braucht man nicht mehr. Außer wir finden noch mehr. Okay, wenn da noch eine ist, weil dann starten wir dann halbwegs vollen Tank in die nächste Tour. Das passt auch. Auch okay. Wenn da schon einer Weg liegt, dann nehmen wir diese da. Ganz klar. Die Frau hat wieder Regen dann so aufgehört, Markus. Hat sie das? Ja, anscheinend. Bei mir regnet es schon wieder. Jetzt hätte ich mich schon fast verrät. Und ich habe auch gekriegt. Gucken weiter. Aha. Heute habe ich einen Regentag, oder was? Ja, klar. Kommt die volle Freude auf. Aber ich war das nicht. Heute falsche Klosterschwester zu der Abtin angezogen.
Oh, 64 Kilometer und dann rauscht 6 Sekunden nach. Mhm. Ich hab noch der. Ich hab noch 929. Ja, nimm noch eine auf, so ist es nicht. Mhm. Ich sag nur. Mindestens eine fahren wir schon noch. Mhm. Ich bin schon gespannt, was sie packen jetzt mit dem echten Monitor. Ja, glaube ich da. Das wird spannend. Mhm. Gut, jetzt mittlerweile haben wir den anderen erweitert, ich bin gespannt, am Anfang war das schon Umstellung. Ja. Ist richtig.
was ist? Kommst du vorbei oder nicht? Sitz, passt, wackelt, hat Luft. Wunderbar. Hast du abgekippt? Bin gerade dabei. Wunderbar, freut mich. Bin gerade dabei. Da der Osten hat sogar wieder auf Trax gibt. Bitte was? Bei was gibt's was? Ja, da war das nächste. Okay. Wo darfst du denn noch hinfahren? Montpellier, Frankreich. Zu B. Von Land wieder runter. Eigentlich hier im gleich in umgekehrter Richtung. World of Trucks. Jetzt mache ich mal Bastelstunde. Mach mal Bastelstunde. Ich bin auch mit dem Rauchen, Markus. Sehr gut. Wenn du Bastelstunde gemacht hast. Jawohl. Was denn? Wegen Rauchen? Ah, das ist von World of Trucks. Das ist keine Ahnung. Das ist, glaube ich, irgendein Event, oder Markus? Na, World of Trucks ist dann einfach Zusatzaufträge. Live. Ja, so Event, ne? World of Trucks, das sind Live-Aufträge. Da hast du Live-Zeiten und nicht
sowie die Ingame-Aufträge. Nein, er meint wegen den Schneeflocken. Ach so, ja, das ist. Ich schätze, weil sie sich da World of Trucks Event oder irgendwas, ne? Ja, ja, das ist wieder irgendein Event, genauso wie das neue Hauptquartier von ich glaube von SCS möglich, keine Ahnung, frag mich nicht, ja. Das neue Hauptquartier da in Polen, wie das zu beliefern war, oder die neue Autobahnanbindung in Italien, in Genua, das sind alles solche Events, ja. Da hast du solche Gutes gekriegt, aller weiß ich nicht, irgendwelche Wimperl, was da auf die Widgetchamp hänger hast China. So, da hinten haben wir unseren Hänger. Hast du deinen Anhänger gefunden, Markus? Bin ich gespannt, ob er wieder spinnt. Nein, dieses Mal nicht. Na. Jawohl, jetzt ist er gestartet. Was, der Auftrag oder der LKW? Auftrag. Auftrag, okay. Fahren wir Richtung Bregenz. Wunderbar, kommt die Freude auf. Jawohl, und die nächsten 28 Tonnen. Hast du gut gemacht, Markus. Bregenz Zentrum, da kommt aber so viel Freilauf. Und dann kann ich durch die Schweiz durchzuckeln. Und die nächste rote Ampel. Nein, sie wird grün. Wird sie grün, die Ampel? Das freut mich ab, ja.
ohnehin gleich. Aus irgendeinem Grund, dass wir mit Differentialauftrag gehabt. Okay. Jetzt gehen wir ein bisschen durch die Schweiz durchzuckeln. So jo. Thank you.
Ein bisschen Bahn fahren, okay. Geh ein bisschen Chuchu fahren, ja. Ne, supi. Wollen die mal mit schnell Kaffee holen? Ja, damit sie wieder Kaffee trinken schicken können. Freunde wieder drauf. Freut mich, WB, WB. So, dann wären wir wieder dran, verdammt. Glückst du den falschen Springen? Okay. Kartoffeln ernten. Kartoffelschäfle. Kartoffelschäfle ist er. Der Kartoffelbauer. War ich auch schon mal, Markus. Ja. Das haben wir alle schon mal. Aber ich glaube, das Pastinakenkönig bleibt da. Weil Pastinakenkönig ist meins. Ja, ist richtig. Schauen, wenn man den LKW so halbwegs mehr hochziehen. So, es hilft nichts.
So, liebe Leute, ich bin gleich wieder da. Und jetzt bist Papa, oder wie? Was bin ich? Jetzt bist Papa, aber du bist gleich wieder da. Genau, ich bin gleich wieder da. Ich müsste mal auf die Box. Auf die Bindebox? Ja. Bis gleich.